Hallo meine Lieben, da sind wir wieder, wie versprochen, direkt im Anschluss bei Tag 25. Dolores kriegt was zu trinken, Mary Jane bekommt noch nichts, weil sie ja einen Tag warten kann. So viel haben wir nicht. Und wir können ernsthaft keinen rausschicken. Das ist schlecht. Ohne das Radio ist das so blöd alles. Naja, dann hat man das auch mal durchgemacht. Mary Jane geht ab und zu einfach mal K.O., also wird ein bisschen ohnmächtig. Von daher sollte sie definitiv was trinken. Und what if these are not your average animals, but... Genau, sie haben Angst, dass da oben wieder Spinnen, Löwen, mutierte Tiere sind. Okay, Mary Jane bekommt mal beides und Ted bekommt... ja, komm. Sind wir mal eine Runde großzügig und dann müssen sie wieder aufhören. Hä? Ich verstehe schon wieder nicht, warum ich auf die Expedition drücken kann, wenn keiner hoch kann. Naja, okay. So. Es ist wirklich komisch, wenn du das Gefühl hast, dass dich etwas beobachtet. Unser Shelter ist klein, aber das nervt uns jetzt schon eine ganze Weile. Und wir haben überall geguckt, ob irgendwo was sein könnte, aber da versteckt sich nichts. Vielleicht lebt aber etwas hier neben uns. Bisschen paranoid, die Guten. Und we need to show it that we are the dominant species in this little paradise of ours. Weiß nicht. Will ich jetzt irgendwie nicht. Weil das ist ja nur if so. Also nur falls da was ist. Nee, will ich eigentlich nicht machen. Es scheint auch nichts Schlimmes passiert zu sein, deshalb. Na. Scheiße, okay. Es hat eine Suppe mitgenommen. Das ist natürlich blöd. Und Ted hat Hunger. Dolores könnte rausgehen, dann machen wir das doch. Wir finden natürlich raus, was mit Mary Jane nicht stimmt. Ja, es hat ihr natürlich geholfen. Dolores hat Durst. Und sie muss noch einen Tag warten, weil wir haben halt echt nicht mehr viel. Ja, wobei sie geht raus, von daher bekommt sie was. Und wir sind jetzt echt darauf angewiesen, dass sie endlich mal Wasser und vor allem ein verdammtes Radio mitbringt. Sonst haben wir langsam echt ein ordentliches Problemchen. Oh, scheiße, jetzt haben sie auch noch beide Durst. Das ist echt mau. Das ist sehr schlecht. Wenn jetzt ein Trader kommt, das wäre gut, wenn jemand jetzt Wasser eintauschen will. Ted ist nicht mehr so fertig. Und Mary Jane braucht was zu trinken. Ja, beide brauchen sehr, sehr, sehr was zu trinken. Und kriegen sie jetzt halt mal was. Ja, es klopft. Wir lassen natürlich die Leute rein. Und ich hoffe, wir haben... Nee, wir haben nichts zu trinken gekriegt, so wie es ausschaut. Es war einfach keiner da. Okay. Und ja, wir haben nichts mehr zu trinken, Leute. Das ist echt mittelmäßig toll. Nee, wir machen da jetzt eigentlich nichts. Weil, ganz ehrlich, die wird eh gleich an... Scheiße, jetzt ist sie krank, okay. Ich würde jetzt versuchen, ich habe nämlich gelesen, wenn man die Mary Jane krank nach oben schickt, ohne Gasmaske, dass sie dann manchmal als Mutant zurückkommt. Ich weiß nicht, ob das einfach nur eine, ja, eine Theorie ist oder halt totaler Bullshit. Aber ich werde es, glaube ich, einfach mal versuchen, wenn sie noch so lange überleben überhaupt. Ja... Sie haben beide Hunger.
Ich hoffe, Dolores kommt jetzt zurück, damit wir Mary Jane rausschicken können. Oh. Wir haben ordentliches Husten. Und, ich würde wieder... Ja, komm. Ich gebe wieder beiden was zu essen, in der Hoffnung, dass da auch ein bisschen Flüssigkeit drin ist, weil das hat auch einer von euch geschrieben. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht so recht vorstellen. Oh, Dolores is coming back. Woo! Und wir haben 2 Flaschen Wasser. Leute, voll gut. Und wir haben Radio. Leute, ich freue mich gerade mega. Dolores hat übelst alles gerissen. Voll gut. Okay. Wir waren bei einer Local Bus Station. Und ja, wir haben eine Suppe und wir haben 2 Wasser und ein Radio. Leute, mega gut. Dann werden wir jetzt auch die Mary Jane, glaube ich, doch versuchen... Ja komm, nee, wir nutzen noch keins. Wir gucken, ob sie so heile wird. Habt ihr gesagt, soll ich machen? Okay, dann mache ich das auch. Mary Jane braucht was zu trinken, Dolores braucht was zu essen und Ted braucht was zu trinken. Trinken, trinken, essen. Okay, gut. Ja, Expedition mach mal. Und... ja, Pancake. Hey, Pancake. Vielleicht haben wir das Medikit ja dann noch für Pancake übrig. Das wäre halt voll gut. Das wäre mega. Genau, es war ein Hund natürlich. Und Dolores hat Hunger. Und auch Durst. Kriegt sie die gute? Und ich werde sie jetzt rausschicken. Ich werde es echt machen, weil ich hoffe, dass sie als Mutant zurückkommt. Vielleicht kommt sie auch gar nicht zurück und ich habe gerade unser Todesurteil unterschrieben, aber... Ah, ich will. Wenn sie zurückkommt und kein Mutant ist, dann kriegt sie Medikit, Essen, Trinken, alles. Dann kümmere ich mich wie ein super Parent um sie. Aber solange ich das noch nicht versucht habe, will ich das unbedingt machen. Dolores hat schon wieder Hunger. Alter, was ist denn bei der los? Jetzt ist mal wieder gut hier. Wir finden unsere Muni nicht. Die suchen wir natürlich. Wo könnte die sein? Die ist jetzt wieder da. Und wir haben sogar noch Karten gefunden. Cool. Ted hat Durst. Ted muss sich noch ein Täkchen gedulden. Hoffentlich kommt Mary Jane zurück. Das wäre echt scheiße, wenn die jetzt nicht zurückkäme. Oh. Okay. Ted braucht zu trinken. Und wir benutzen unser Radio am Tag 39. Endlich mal. Zum ersten Mal benutzen wir es. Unser Shelter ist echt gut gestockt, ne? Also ein bisschen mehr Getränke und es wäre super. Ja, das Government kommt natürlich. In ein paar Tagen nur. Ist klar. Wir warten noch einen Tag, bis Dolores was kriegt. Und Pancake ist wieder da. Yay! Dolores braucht jetzt definitiv was zu trinken. Also sie kriegt jetzt mal was. Wir könnten jetzt zum Militär mit der Gasmaske, aber wir wissen ja, selbst wenn wir das gemacht hätten, sie würden uns noch nicht retten. Das tun sie so früh einfach noch nicht. Diese schlechten Menschen. Okay, scheiße. Mary Jane kommt wahrscheinlich, also sie kommt nicht mehr zurück. Und das ist richtig schlecht, weil ich denke, somit können wir es eigentlich so relativ vergessen. Können wir jemanden rausschicken? Ja. Oh, scheiße, wir haben nicht genug Wasser. Och Mann, oh Leute. Okay. Wir sollten etwas für Dolores tun, weil es ihr nicht gut geht und da ist ernsthaftes Gift. Also sorry, aber einfach nur nee. Ich benutze doch jetzt kein Gift an der.
Sie ist ein bisschen verrückt geworden. Und... Ach, das ist doch scheiße. Hunger, Hunger, Durst. Und der starke, starke Ted geht nach draußen. Ich hoffe, Dolores macht es so lange und er bringt genug Wasser mit. Und der Gambler könnte doch jetzt mal kommen. Wir haben Karten und so einen Scheiß. Irgendwas eintauschen. Wir haben so viel. Ach, Dolores, du hast echt jetzt... Nee, die muss noch warten. There is a group approaching our shelter. Und sie wollen natürlich... unser Zeug. Sie wollen unsere Suppen und so weiter und so fort. Und wir werden die jetzt einfach mal in die Flucht schlagen. Die Crazy Dolores, die wird das tun. Und ich denke eigentlich, dass allein schon ihr Anblick dafür ausreicht. Die Axt ist auch nicht kaputt gegangen. Sehr schön. Und Dolores muss noch einen Tag aushalten ohne Wasser. Scheiße. Ich mache mir Sorgen, dass sie verdurstet. Okay, heute kriegt sie jetzt definitiv was. Ich habe Angst sonst. So. Und Ted, bitte komm zurück. Wir brauchen dich. Oh, sehr schön. Eine Transmission von der Army. Und, wir müssen ein Zeichen setzen, wo wir sind. Dazu brauchen wir die Karte. Und wir haben ja glücklicherweise die Karte. Ted, komm zurück. Wir brauchen dich. Dolores ist immer noch nicht ganz... Oh. Wir können ihm folgen. Mega gut. Wir nehmen die Karte mit. Och, das weiß ich nicht mehr, was da richtig war. Pancake will uns was zeigen. Ich glaube, wir haben die Karte mitgenommen. Ich glaube, das war gut. Wir versuchen das jetzt. Oh, Leute, ich drehe jetzt durch, wenn das falsch war, echt. Ach, Mann. Nein, es hat nichts gebracht. Okay. Ja, irgendwie bringt das gar nichts. Also Pancake hat uns keine Ressourcen gezeigt. Ich dachte eigentlich, dass er das tun würde. Ted, komm jetzt bitte endlich mal zurück. Es wird echt Zeit. Dolores has rested. Sie kriegt eine Suppe. Aber kein Getränk. Irgendwas macht Geräusche und wir konnten nicht schlafen. Und da ist ein Loch und wir könnten runtergehen und gucken, was da unten los ist. Das machen wir. Und nicht nur mit einer Taschenlampe, weil ich habe Angst, dass es eine Ratte oder so ist. Ted ist zurück. Yay, und er ist nicht verstrahlt. Leute, mega gut. Und wir haben eine Gasmaske. Das könnte dieses Mal echt gut laufen. Also ich finde... Wir sind zwar nur noch zwei Leute, aber wir sind bei Tag 50 und wir sind richtig gut ausgerüstet. Okay. Ja, wir haben... Was war denn da unten? Was hat da gelebt? Okay, also da war einfach nichts. Wir haben einfach nur die Gasmaske gefunden. Ted ist gut zurückgekommen. Und wir haben eventuell Strangers, die uns gefolgt sind. Und wir haben das Hospital erreicht. Und, ja, was gab's denn da? Zweimal Wasser, sehr schön. Es ist zwar eigentlich nicht so eine gute Ausbeute, aber ich freue mich trotzdem voll. Und Dolores braucht jetzt heute auch definitiv mal Wasser. Wir, ja, preparen mal die Expedition. Okay, ja, Ted ist ein bisschen crazy geworden. Das ist nicht gut, weil das heißt, dass er eventuell einfach abhaut. Dolores wird langsam auch immer verrückter. Und was kann man denn dagegen tun? Ich glaube, Pancake ist gut,
wenn er kommt, dass er die Verrücktheit bei den Leuten aufhält, weil er ihnen psychisch gut tut. Also das habe ich gelesen. Vielleicht kommt er auch bald wieder und wir können das Medikit verwenden und dann wird alles gut und wir gewinnen. Ich weiß es nicht. Ted sieht sehr schwach aus. Er muss was essen und er hat auch Durst. Ich gebe ihm jetzt mal beides, einfach weil er halt crazy ist. Und ich Angst habe, dass er wegläuft. Aber wir haben nicht viel Essen, er kriegt doch nur was zu trinken. Dann schicken wir wohl Dolores. Oh, Leute. Das ist keine einfache Entscheidung. Ich hoffe, wir haben Glück und sie kommt zurück. Ich hoffe es sehr. Okay, jetzt kriegt er was zu essen und ich hoffe, Pancake kommt. Wir denken, dass irgendwas mit der Belüftung nicht stimmt im Shelter und deshalb gucken wir jetzt einfach mal mit der Taschenlampe, ob da irgendwas ist. Oh, scheiße. Er ist krank. Das ist schlecht. Ah, das waren mutierte Insekten. Und ja, jetzt sind wir halt tollerweise einfach mal krank. Ted ist hurt, Ted ist hungry, Ted hat alles. Und versuchen wir das. Also, das ist wieder das, dass wir die Bäume abholzen müssen. Und das hat bis jetzt noch nie was gebracht. Aber wir sind jetzt bei Tag 53. Nee, ich glaube, das bringt immer noch nichts. Wir machen das nicht. Und Ted klingt nicht sehr gesund. Warum kommt kein verdammter Gambler, wenn man ihn mal braucht? Warum nicht? Ja, ja, wir können Pancake helfen. Hoffentlich hockt er jetzt im Shelter, echt. Ja, Leute, mega. Wir haben Pancake gekriegt, voll cool. Und er kann bellen, wenn man auf ihn klickt. Okay, also mir ist gerade scheißegal, ob wir überleben. Okay, nicht scheißegal, aber wir haben echt schon eine coole Errungenschaft freigeschalten gerade. Mega. Juhu. Wie hart einfach. Ich lasse jetzt den Ted bestimmt elendig verrecken und nutze unser letztes Medikit für einen Hund. Naja, ich will halt wissen, was er macht. Ja, wir haben Pancake wieder aufgepäppelt. Und wir lassen ihn nicht mehr gehen. Weißt du, was Liebe ist? Wir wissen es. Wir lieben unseren Hund. Ted hat Hunger und Ted sieht aus, als ob er kurz vorm Verrecken wäre. Ted ist aber auch nicht mehr crazy. Das ist eigentlich ziemlich gut. Ted kriegt jetzt mal beides, zu essen und zu trinken, in der Hoffnung, dass er sich selber heilen kann. Das geht ja auch. Oh, der Run dieses Mal ist echt gut. Also wenn jetzt Dolores zurückkommt mit guten Ressourcen, Trinken, Essen, dann es schaut schon gut aus. Ja, sehr schön. Also eine Frau kam zu uns mit einer Kreatur, von der sie behauptet hat, dass es ein Kamel sein soll. Aber es hatte leider 5 Beine. Und wir können etwas tauschen. Wir können... Ach nee, können wir nicht. Ja, da würde ich sagen, nehmen wir mal das Brett hier, ne? Das können wir hergeben. Kriegen wir zwar nur eine Wasserflasche, aber pff, ganz ehrlich, was machen wir schon mit dem Schachbrett? Oh, er ist so süß. Okay. Scheiße. Okay, Dolores wird wohl nicht mehr zurückkommen, weil wir haben Banditen über uns gehört, die versucht haben, noch Ressourcen aufzutreiben und sie haben eine Frau gefunden. Scheiße. Das heißt, es ist nur noch Pancake und Ted da und Ted wird wahrscheinlich sterben. Och, Manu. Und ja, wir haben dafür eine Flasche Wasser. Yay. Ted hat Hunger. Oder, ja, ist immer noch krank. Verdammt. Aber wir haben doch das Gift. Kann man vielleicht mal aus dem Gift jetzt ein Medipack craften. Das wäre total gut. Ted hat Hunger. Nee, da muss noch ein bisschen warten.
Ach, verdammt. Ich weiß es nicht. Ja, wir können Tetsu nicht rausschicken. Ja, sehr schön. Wir können... Perfekt. Leute, es könnte klappen. Wir werden jetzt einfach nicht mehr an die Oberfläche gehen. Wir werden jetzt Ted saven. Also halt gesund machen. So, sehr schön. Und... Ja, wobei... Wenn wir nicht mehr hochgehen, dann haben wir nicht genug Ressourcen. Ich bin ja gerade ein bisschen überfordert. Ja gut, aber wir haben auch nur noch eine Person zu verpflegen, ne? Okay, also er muss noch ein bisschen ohne Essen auskommen. Und... Ja... Ich weiß nicht, vielleicht können wir jetzt auch Ted alleine rausschicken und Pancake ist dann da, um den Bunker zu bewachen, sodass keiner den einnehmen kann. Weil letztes Mal, als wir Ted rausgeschickt haben und dann der Bunker leer war, dann wurde der ja übernommen. Das wäre halt eine Möglichkeit, weil bis jetzt ist, er macht nichts. Also Pancake ist nur süß und hockt da in der Ecke rum, aber er tut einfach nichts. Und ich finde, wir haben dem so viel geopfert, also der müsste eigentlich schon was können. Außer süß ausschauen und Craziness heilen. Außerdem darfst du nicht crazy werden, da ist ein verdammter Hund. Ihr merkt also, die Informationen, die man über die Steam-Webseite kriegt, die sind auch nicht immer so das Gelbe vom Ei. Okay, Teds Injuries sind weg. Ted ist crazy und Ted hat Hunger. Ja, dann kriegt er halt was zu essen, wenn er so crazy wird. Und ja, wir versuchen das jetzt einfach mal. Auch wenn wir das nicht sollten. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt... gut ist, wenn wir den Ted jetzt rausschicken. Ah, ich weiß es nicht. Und er hat Hunger. Wir müssen ihn, wir können ihn gar nicht rausschicken. Das ist schlecht. Ah. Leute, wir haben Pancake und es bringt uns nichts. Was zur Hölle? Jetzt hat er Durst. Okay, vorhin hatte er noch Hunger. Jetzt hat er einfach nur Durst. Das ist strange. Versuchen wir es nochmal. Und... Okay, wir haben noch eine Transmission erhalten. Wir müssen... Wir hoffen, dass es dieses Mal das Ende des Bleibens im Shelter ist. Und das Militär scheint allerdings andere Pläne zu haben. Genau, wir sollen wieder Bäume... Ja, das machen wir dieses Mal. Wir sollen wieder Bäume fällen und ich habe gelesen, dass es manchmal was bringen kann und wir manchmal dadurch gesaved werden. Hallo, du hattest soziale Interaktion, du hattest Handwerk... Also, warum bist du crazy? Das sind therapeutische Maßnahmen. Toll. Also, es hat uns jetzt wieder unsere Axt gekostet mal wieder, es hat wie immer nichts gebracht... Und wir können jetzt dafür Ted rausschicken, aber das ist gut, das werden wir machen. Und ich hoffe... Nein, scheiße. Wir hätten ihn nicht schicken sollen. Leute! Aber wir wären verhungert. Wir wären verhungert. Glaube ich. Da ist doch Pancake. Warum kommst du nicht mehr rein? Wir haben 68 Tage ausgehalten. Leute... Es ist so bitter. Vielleicht hätte es echt geklappt, wenn wir einfach drin geblieben wären. Vielleicht wären die am 70. Tag gekommen und hätten uns gerettet und... Oh Gott. Das macht mich jetzt gerade echt ein bisschen fertig. Ich brauche ein Safe State bei dem Spiel. Ich will einfach wieder diese letzte Entscheidung rückgängig machen. Okay. Ich bin gerade dezent deprimiert, vielleicht merkt man das. Ja, ich werde jetzt, glaube ich, aber gleich noch versuchen, ein Safe-Game anzulegen, bei dem Mary Jane ein Mutant ist. Und dann werde ich das nochmal versuchen. Einen nächsten Durchgang, weil ich bin jetzt echt angefixt. Ich war jetzt am Tag 68 wie damals und das ist einfach so nah, weil so viele werden bei Tag 70 gerettet.
Manche aber auch gar nicht. Bei Tag 100 auch nicht. Auf jeden Fall, ich versuch's jetzt nochmal und ich hoffe, es hat euch gefallen wieder. Ich hoffe, ihr wollt auch noch mehr sehen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann bitte Daumen nach oben geben oder in die Kommentare schreiben. Über das freue ich mich natürlich besonders. Und dann bis zur nächsten Folge.